Herzlich willkommen zu einem leichteren Leben. Heute durften Sie ja schon das erste Türchen aufmachen. 24 Stück gibt es an der Zahl. Und auch unsere Questico-Akademie, die hat übrigens auch einen Adventskalender für Sie. Dazu erzähle ich Ihnen aber später noch ein klein wenig mehr. Zunächst möchte ich meine Gäste begrüßen. Ich freue mich sehr über den Besuch von Ilahika Goscha. Die hat heute mal wieder ihre Handtasche voll mit Spiritualität dabei und wird uns ein paar gute Tipps geben, wie wir auch diese besinnliche Weihnachtszeit gut überbrücken können und auch mal in die stillen Momente gehen dürfen. Reinhorchen dürfen. Reinhorchen dürfen. Reinhorchen wollen wir auch in das Wissen von Stefanie Kralewski. Die hat nämlich heute wieder ihre Bibel dabei, ihre ganz persönliche, nämlich das Buch der Weisheiten, wenn es was um Frauen geht. Ne? Also für die Frauen, die Weisheiten, also sehr interessant. Und ich freue mich über den Besuch von Gabriele Iasetta und die hat auch wieder was für die Frauen dabei. Da geht es nämlich um Sinnlichkeit, da geht es um einen ganz betörenden Duft, um Iasetta Nummer 6 und das ist der etwas andere Duft. Aber dazu kommen wir. Erstmal wollen wir uns mit Ilahika Goscha verbinden, denn Verbindung in dieser stillen Zeit ist was ganz Wichtiges. Ne? Und diese Verbindung lässt sich jetzt besonders gut, besonders einfach herstellen? Naja, sagen wir mal so, Verbindung ist immer wichtig. Also für mich ist es immer wichtig und für viele, mit denen ich rede, auch. Weil manchmal ist die Verbindung einfach weg und dann sind wir nicht geerdet. Aber in der Zeit, im Augenblick ist es, ich denke, weil die Tage so kurz sind, dass man mehr in sich reinhorchen kann, dass die Morgen bei mir, ich mache ja morgens Meditation, dass in den Morgen man schön mit der geistigen Welt Verbindung aufnehmen kann. Und auch, wir können ja rückwärts zählen. Es sind 24 Tage, in denen wir uns schön verbinden können. Also ich denke, das hat auch sowieso so eine gute Zeit. Aber du hast jetzt gerade die Abende vor allem angesprochen, weil die Nächte werden ja immer länger. Das bedeutet, in den Abendstunden hat man natürlich wahrscheinlich auch noch mal eine andere Stimmung. Auch zu Hause wird man jetzt eine andere Stimmung haben, weil ich glaube, die meisten haben sich jetzt auch romantischer und schöner gestaltet. Naja, ich finde immer Kerzen. Und wenn du Kerzenflackern hast, dann holst du ja die Engel zu dir. Also das ist bei mir so, ne? Und deswegen hast du, wenn du so langen Abenden hast und die Kerzenlicht und die Räucherung, also das Weihrauch und so, dann ist es sowieso, dass du dich mehr mit der geistigen Welt verbinden darfst. Also das ist einfach eine tolle Zeit im Augenblick. Mhm. Aber wie schaffe ich das? Also wie fange ich an, überhaupt so eine Verbindung aufzubauen? Naja, ich denke immer, das ist auch egal, ob du daran glaubst oder nicht. Ne? Ob du an Gott glaubst, das ist einfach die Energie ist einfach da. Und wenn du dich abends hinsetzt und kuschelig machst, ne, kann auch dein Partner sein. Jetzt nicht unbedingt PC und Fernseher und sonst was kannst du auch alles machen, aber die Ruhe ist, die Stille ist einfach, die Kraft in der Stille zu suchen und dann auf die Zeichen zu achten. Ich finde, dass man in der Zeit viel mehr verbunden ist mit Gott oder mit den Engeln oder so, als in anderen Aber Zeiten. Mir fehlt manchmal eben immer dieses Konkrete. Das heißt, man redet immer nur die Verbindung zur geistigen Welt, die man herstellt. Was bringt es mir denn? Also ich muss ja einen Nutzen haben davon und ich muss ja diese Verbindung auch irgendwann mal spüren können. Das heißt, natürlich kann ich zu Hause im Wohnzimmer sitzen, eine Kerze anmachen und in die Meditation und in die Stille gehen. Aber wann weiß ich denn, ob ich überhaupt verbunden bin? Naja, also die Antwort darauf ist, dass du durch die geistige Welt einfach Antworten bekommst. Und wenn du Kerzen hast, zum Beispiel Kerzen, das ist so ein Einführungsding. Ne? Du setzt dich dahin. Ich habe ganz viele Anrufer oder Patienten, die sagen, ja, ich möchte mit Engeln in Verbindung kommen. Und dann ist erstmal der Geruch ganz wichtig. Ne? Also Weihrauch anmachen, irgendeinen Geruch, der dir gefällt. Manchen gefällt eben Weihrauch nicht. Dann irgendein Geruch. Und durch diese ätherischen Öle und durch diese Kerzen, ich denke immer an diesem Flackern des Lichtes. Also ich habe so auch Engel gesehen, aber für einen Anfänger, das ist einfach so, ich frage ne, irgendwas, wo ich eine Antwort drauf haben möchte und dann fangen die Kerzen an auch zu flackern. Das heißt, ich muss mir das Ganze bewusst erstmal zelebrieren. Also ich muss bewusst zelebrieren, weil wenn ich es nicht bewusst mache, dann sehe ich es ja auch nicht. Naja, nebenbei sowas zu machen ist auch nicht so. Ich denke, das sollte man bewusst machen, um zu wissen, auch dass man bewusst lebt und nicht nur einfach so
ja, in den Tag hineinschlendert. Das ist sowieso, bewusst ist es, bewusst sich mit sich zu verbinden, mit seinen Energien zu verbinden, mit seine, ja, warum bin ich auf dieser Welt? Das ist auch immer ein Thema jetzt auch in diesen nächsten 24 Tagen. Also ich finde, im Herbst ist das nochmal ein richtiges Thema, was mache ich hier, was, warum bin ich hier, was ist die Antwort auf das oder was mache ich auch, was will ich im nächsten Jahr machen, ne? Das ist also jetzt die ganze Zeit bis, also bei uns in Persien gibt es dann die kürzeste Nacht im Jahr. Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Wintersonnenwende. Und das wird dann auch gefeiert. Ne? Mhm. Und das ist auch nochmal, um sich bewusst zu machen, jetzt hört dieses Dunkle auf. Aber in diesem dunklen Zeit, finde ich, findet man die meisten Antworten. Also ich glaube, wir müssen diese Monate vielleicht auch dementsprechend nutzen. Das heißt, der Sommer ist ja so und so der Sommer für uns. Ja. Da gehen wir raus, da wollen wir uns mit Lustigkeit und Fröhlichkeit verbinden. Aber sobald es ein bisschen dunkler wird, dann haben wir vielleicht im November noch die Chance, auch wirklich draußen die Natur ein bisschen zu genießen. Naja, und jetzt uns die letzten verbinden. Jahre. Ja, die letzten Jahre. Naja, nee, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur die schlechte Kleidung. Ja. Aber da hast du noch die Möglichkeit. Und jetzt so ab 1. Dezember, finde ich, ist es wirklich eher so dieser Rückzug zu Hause und sich da irgendwie dann finden. Naja, du hast ja die ganzen Symbole, auch du hast die Kerzen, die reinkommen, du hast die Tannenzweige, die reinkommen. Es wird ja auch alles anders dekoriert. Genau, wir holen uns ja jetzt die Natur ins Haus. Genau, wir holen es da rein. Aber es ist auch wichtig, dass man sich verbindet auch mit den Tannen und mit den Kerzen und sowas und dass man guckt, was, also für mich ist das immer die 4 Wochen. Erstens mal finde ich das total schön, weil ich auch diese Zeit nutze, um in mich reinzuhorchen. Aber ich bereite mich auch schon aufs nächste Jahr so vor. Ne? Was habe ich dieses Jahr erreicht? Das ist so jeden Tag, was habe ich dieses Jahr, war für mich sehr schnell und sehr aufregend. Ne? Und was möchte ich für nächstes Jahr haben? Was ist so, das ist für mich so die 24 Tage auch so, um zu gucken, wo möchte ich hin? Was habe ich erlebt? Was habe ich mitgenommen? Was war für mich ganz schön in diesem Jahr? Und bei mir hat das immer was mit Spiritualität zu tun. Aber dann hat es ja vielleicht auch, oder dann wäre das ja ein guter Tipp, dass man sich jeden Tag, wie man ein Adventstürchen öffnet, einen guten Gedanken macht, den aufschreibt, um sich selber nicht zu überfordern und vielleicht dementsprechend dann, zum Jahreswechsel ein schönes Buch hat und eigentlich so sein Glück ins Jahr 2016 tragen kann. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Jetzt wollen wir uns erstmal mit ein paar Beratern auseinandersetzen oder besser gesagt Ihnen vorstellen, die auch über unseren Partner Questico zu erreichen sind. Bitte schön, da ist Ella hier auch dabei. Spiritualität ist das, was wir brauchen, um jeden Tag zu gestalten. Und ich bin nur der Übersetzer dafür. Ich sitze und bin barfuß. Und dann kommt die Energie und fließt. Die fließt einmal durch mich durch. Und durch diese Energieglocke, will ich mal sagen, das ist wie so ein Film. Wie so ein Film, wie man früher auch im Kino den Film gehabt hat, wie der so durchrattert. Und ich kann ihn dann anhalten an der Stelle, die für ihre Seele wichtig ist. Und die ihrer Seele hilft, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Jetzt ist die Zeit für ein Leben in Freude, Glück, innerer Harmonie, Balance, Erfolg und einer starken Lebenskraft, die aus tiefer innerer Ruhe entsteht. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit.
Ich bin Engeltherapeut und Certified Angel Card Reader. Seit meiner Kindheit bin ich hellsichtig, habe Kontakt zu der jenseitigen Welt und zu der Engelwelt und habe mich später von Doreen Virtue ausbilden lassen. Die Engel nehmen jeden Menschen da an, wo er gerade ist, sind frei von Konfessionen, frei von Dogmen, keine Regeln, wie wir uns verhalten müssen. Sie lieben uns einfach genauso, wie wir sind. Sie bewerten uns nicht, sondern sie wollen für alle Menschen da sein und jedem Einzelnen helfen. Unser Adelsexperte, Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Ich kann ihn schon sehen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Hallo, meine Liebe. Und dieses Mal aus Merzig im herrlichen Saarland an der Saarschleife. Ja, ich weiß auch, was du da machst. Da verbringst du nämlich deine Adventstage. Aber darüber reden wir gleich noch mal. Zunächst möchte ich natürlich auf das aktuelle Thema erstmal kommen, über das ja im Moment berichtet worden ist, nämlich über das schwedische Königshaus. Die, glaube ich, die Adventstage auch ein bisschen anders feiern als normal. Denn da gab es Terrormeldungen und mittlerweile wird die Familie ein bisschen zerrissen. Das heißt, Gustav und seine Töchter dürfen gar nicht mehr miteinander auftreten oder sollten wirklich so ein bisschen getrennt voneinander auf verschiedene Veranstaltungen gehen, weil da scheint es wirklich schlimme Warnungen zu geben. Naja, also ist einmal so, die Grundregel in den Königshäusern ist, dass der jeweilige Regent, also der Staatsoberhaupt, jetzt zum Beispiel eben König Karl Gustav von Schweden oder in England die britische Königin, immer separat reisen oder bei Veranstaltungen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob dort Gefahr lauert, auch nicht gemeinsam hingehen. Und zwar der Sinn der Sache ist, dass dann zum Beispiel der Karl Gustav als König und die Kronprinzessin, die ja sozusagen die zweite in der Thronfolge ist, dass immer wer fürs Land zur Verfügung stehen muss. Und deshalb reisen die in separaten Flugzeugen, das wird immer so gemacht. Und jetzt eben ist es leider so, dass bei einer großen Veranstaltung dann die Kronprinzessin ja mehr oder weniger gewarnt wurde, sie solle nicht gleichzeitig mit dem Vater teilnehmen, weil halt momentan die Weltsicherheit, besonders bei den Staatsoberhäuptern und im diplomatischen Bereich, sehr gefährdet ist. Und man hat dann auf die Teilnahme der Kronprinzessin verzichtet, man hat geraten, nicht zu kommen. Dass eben auch diese Regel, dass immer einer von beiden quasi überbleibt, falls im Notfall irgendwas passieren würde, existiert. Ist natürlich schon sehr erschreckend und das Schloss Drottningholm der schwedischen Königsfamilie würde überhaupt gesperrt. Dort sind die Kronjuwelen ausgestellt und sogar das Museum hat man jetzt geschlossen. Es war natürlich dann große Aufregung bei der schwedischen Bevölkerung mit dieser Terrorwarnstufe 2 und die haben sich dann gefragt, wie gefährlich ist es in unserem Land? Und da hat man dann zur Entwarnung gesagt, gut, man macht das nur aus Sicherheitsvorauskehrung, diese ganzen Dinge, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Es gäbe ohne dies wenige Besucher bei den Kronjuwelen und im Schlossmuseum. Also man hat dann so ein bisschen wieder die Luft rausgenommen im Nachhinein, weil man gesehen hat, für wie viel Beunruhigung diese Nachrichten eigentlich in der Gesamtbevölkerung sorgten. Und die anderen Königshäuser, die das nicht kommuniziert haben, machen es übrigens genauso. Die haben sich ganz stillschweigend von allen öffentlichen Terminen verabschiedet. Also es wurde jetzt quer durch Europa, man muss schon sagen, quer um die Welt, bei allen Staatsoberhäuptern, zu welchen ja auch Könige und Fürsten und der Großherzog zählen, die wurden einfach abgesagt, keine Termine mehr wahrgenommen. Und im Endeffekt, ja, leider ist hier ein bisschen Europa in Angst und Schrecken verfallen. Also ich denke, wie gesagt, das wird sich wieder beruhigen. Ich denke natürlich, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und trotz alledem finde ich das ganz dramatisch, was dann hier in Europa passiert. Nämlich, dass man sich wirklich in irgendeiner Form doch dem Terror dann ergibt. Und ja, aber es ist natürlich auch in dem Fall verständlich, dass man Vorsicht einfach walten lässt, ne? Ja, Vorsicht vor die Royals, weil sie eben die Länder regieren, weil sie sehr wichtige Funktionen haben und weil sie natürlich, man muss ja ganz klar sagen, meistens auch das Oberhaupt des Militärs sind. Und das ist natürlich ein Hauptangriffsziel, wenn wir schon Oberhaupt einer militärischen Organisation eines Landes ist. Das gefällt dann natürlich wieder nicht allen und deshalb gerade vor den Schurken sind sie dann nicht sicher. Wie muss man sich aber sonst die Adventstage, um jetzt wieder ein bisschen in die fröhlichere Schiene zu gelangen, in den verschiedenen Königshäusern vorstellen? Ist es alles sehr prunkvoll? Ist es im Grunde genommen wirklich, wird es dementsprechend traditionell zelebriert? Oder gibt es auch so ein paar neue Dinge, die die Königshäuser irgendwie für sich gefunden haben?
Die Königshäuser feiern traditionell sehr klassisch den Advent. Und man muss sich das so vorstellen, sehr prunkvoll. Das beginnt bei der Dekoration. Also die größten Weihnachtsbäume, die stehen mit Sicherheit in den Adelsschlössern. Dann ist dort der historische Weihnachtsschmuck. Das sind handgeblasene, glänzende. Meistens wird dekoriert in Gold und in Rot. Die alten Christbaumkugeln und der Christbaumschmuck. Dann gibt es auch sehr viele Holzfiguren. Dann immer eine sehr klassische, schöne Krippe. Und was ich auch gesehen habe, was natürlich sehr schön ist, es haben fast alle Königshäuser eine Krippe aus silbernen Figuren, aus echtem Silber, und die wird dann schön aufpoliert und glänzt und jedes Jahr wieder hingestellt. Und wenn es natürlich Nachwuchs gibt, wie zum Beispiel im britischen Königshaus oder auch im dänischen Königshaus, dann wird natürlich der Weihnachtsmann auch hochgehalten und der Weihnachtsmann gepflegt. Also der gehört dazu. Und solange die Kleinen an den Weihnachtsmann glauben, ist noch alles schön und gut. Und deshalb wird auch hier sehr auf Traditionen geachtet. An modernen Dingen kommen natürlich dann die Geschenke ins Haus, weil die Kleinen wollen auch ferngesteuerte Sachen, Computerspielzeug und am liebsten natürlich ein iPad. Ist es so traditionell, also ich kenne es ja traditionell, dass am 24. Dezember der Baum geschmückt wird. Das macht dann meist eigentlich die Mama, die vielleicht doch das bessere Feingefühl hat. Also kann man sich das in den Königshäusern auch so vorstellen, am 24. kommt der Baum, den holt dann vielleicht der Prinz Philipp oder so, und die Queen steht dann da und schmückt den Baum selber, oder wie wird es da gehandhabt? Also das ist der Baum, der steht jetzt von Anfang an, der wird jetzt Ende November aufgestellt, der steht den ganzen Dezember in den Königshäusern, weil auch sehr viele Empfänge gegeben werden, weil die gesamte Familie nach und nach eintrudelt. Da sind sich auch nicht alle grün, also in jedem Königshaus gibt es die, die sich mögen, und dann die Geschwister, die sich weniger mögen. Und die kommen dann nach und nach und besuchen eben König oder Königin. Aber die haben doch nicht nur einen Weihnachtsbaum. Also die haben doch nicht da, wo sie ihre Empfänge abhalten. Also ich glaube, na klar gibt es diesen traditionellen, den man so kennt für die Gäste. Aber haben die nicht ihren ganz eigenen privaten Weihnachtsbaum auch irgendwo? Nee, so privat geht es dann nicht. Weil im Endeffekt sind ja die Schlösser durch die Kostentragung von der Bevölkerung halb offen. Also da für den diplomatischen Zirkel oder für die Verwandtschaft. Man muss sich das so vorstellen, es gibt die Privatgemächer der Königin im Buckingham Palast, aber dann gibt es auch diese Gemächer natürlich, wie diesen Festsaal, wo der Weihnachtsbaum steht, die größeren Salons, und da kommt der Christbaum, der Dekorierte, hin, und da wird empfangen, nicht nur die Familie, sondern auch die anderen. Und die Privatgemächer der Königin, die sind wirklich nur für die Königin. Man braucht sich jetzt nicht vorstellen, dass da ein Prinz Wilhelm ein- und ausspaziert in den richtigen Privatgemächern der Königin. Ihre 3-4 Privatgemächer, da ist wirklich nur sie, da ist sie die Lady, da hat sie ihre Zofen und ihre Hofdamen, da ist aber auch kein Mann, der darum spaziert. Da ist der Prinz Philipp natürlich auch bei den Privatgemächern. Die anderen kommen aber da nicht hin. Die Bereiche, wo man hinkommt, wo Prinz Charles sie besucht, wo Prinz William sie besucht, wo er den kleinen George mitnimmt, das sind Bereiche, wo auch Diplomaten hinkommen. Anders wäre es ja auch nicht vertretbar, dass die Bevölkerung für den Erhalt der Paläste zahlt. Also es muss immer so eine halböffentliche Funktion bleiben. Es sind auch ganz wenige Räume als Rückzugsort. Mehr gibt es da nie. Die anderen sind immer geöffnet. Das ist schon ein bisschen krass. Also ich dachte, dass ich dem Film, wenn es um die Queen gegangen ist oder so, oder es gibt ja auch so schöne Bilder noch aus der Vergangenheit, wo man wirklich das Gefühl hatte, die sitzen da in einem gemütlichen Zuhause, wie man das so zu Weihnachten macht. Aber ansonsten stelle ich mir da das Weihnachtsfest ja eher sehr kalt und kühl vor. Ja, die Gefühle und der Charme, die kommen dann sicher immer von der Familie. Aber was natürlich nicht da ist, die Privatheit. In dem Schloss gibt es keine Privatheit, weil man es nicht alleine verwalten kann. Keiner kann die 1000 Fenster putzen, keiner kann die hunderte Kamine warten, keiner kann diese Teppiche kilometerlang saugen. Das kann aus der Familie einfach niemand mehr machen. Das heißt, es ist ständig irgendwer Fremder im Sinne von Personal drumherum. Natürlich schaut man, dass man die lange hat und kennt und dass die quasi zur Familie gehören, aber man ist vorsichtig, man will diskret sein. Das heißt, in den Privatgemächern, da sind dann wirklich nur die paar ganz, ganz engen Leibangestellten, und die anderen, die jetzt die Salons machen oder die jetzt zum Beispiel den Weihnachtsbaum schmücken, die gehören dann zum königlichen Haushalt, und das sind ja wirklich hunderte Mitarbeiter. Also man muss sich das ungefähr so privat vorstellen wie in
in einem Hotel. Du kannst in dein Zimmer gehen, dann hast du wirklich deine Ruhe, wenn nicht gerade wer herumhuselt und das reinigt. Sonst hast du in diesem Hotel natürlich immer andere Menschen. Und das sind hunderte Mann am Personal. So privat geht es da nicht zu. Das ist ein sehr technisches Leben und auch ein sehr, sehr berufstätiges, weil einfach immer Personal drumherum steht. Es macht immer sehr viel Spaß mit dir, einmal so ein bisschen durch die diversen Schlösser zu wandeln und sich das Ganze vorzustellen. Dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß, denn du bist mal wieder in der Heimat, auch wenn verbindungstechnisch heute die Skype-Schalte eher so wie zwischen Los Angeles und Berlin aussieht. Aber es hat seinen guten Grund, warum du gerade in der Heimat bist, denn auch du hast Premiere. Ich habe Premiere, ich freue mich schon, und zwar am Donnerstag gibt es ein ganz tolles neues Musical, das heißt die 12 Weihnachtstage. Komponiert hat das der amerikanische Star-Autor, und zwar heißt der Robert Cavill, und der hat vorher gearbeitet mit dem Aaron Spelling, den kennt man von Beverly Hills 90210 und die von Tochter Melrose Place. Die Tochter von einem kennt man, und Tori Spelling, ja, genau, aus Beverly Hills. Tori Spelling. Und Robert Cavill, der hat das Musical Zorro geschrieben, The Man with the Mask, und das Musical Pretty Faces. Und ich habe vor ein paar Jahren bei ihm schon eine Rolle gespielt, und zwar die Hauptrolle bei Pretty Faces. Und jetzt hat er mich besetzt eben für sein neues Musical, die 12 Weihnachtstage, und das feiert seine Weltpremiere diesen Donnerstag in Merzig im Saarland. Und da bin ich jetzt eben schon für die Proben, und dann am Samstag gibt es noch eine zweite Vorstellung. Also die Tickets gibt es eben über die Villa Fuchs und in der Stadthalle Merzig. Wer vorbeischauen möchte, würde ich mich riesig freuen. Und ja, es wird natürlich Feste geprobt und getanzt und gesungen und Kostüme. Ein richtiges Prinzenkostüm mit weißer Hose und oben mit Gold und Silber. Das muss man sich wirklich angucken. Unser Prinz Mario Max, der schwimmt im Moment auf der Erfolgswelle schlechthin. Ich sage erstmal herzlichen Dank, mein Lieber. Wünsche dir viel Spaß bei der Premiere, und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du uns wieder mit den neuesten Geschichten auf dem Laufenden hältst. Ich freue mich auch schon sehr, und ich wünsche euch alles Liebe nach Berlin und vor allem eine besinnliche Zeit, eine schöne und eine glückliche Zeit. Wie gesagt, mich kann man dann auch nach dem Musicalspiel ab Montag wieder bei Questico erreichen, und dann schauen wir, dass wir für jeden was Schönes rausholen und gute Nachrichten fürs nächste Jahr auch übermitteln. Herrlich, alles Liebe, aber wir hören uns ja auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss. Sie können sich jetzt auch wieder mit schönen Dingen eindecken, und da schauen Sie am besten mal vorbei auf der Internetseite von Nicola Alexandra Schuklowski. Die Avalonia Schutzengel, per Hand liebevoll gefertigt und von Nicola Alexandra mit einem speziell erhaltenen, wunderschönen Namen versehen, sowie von Nicola Alexandra persönlich energetisiert mit der jeweiligen Quantum-Platinum-Energie. Für Glück, Erfüllung, Liebe, Wohlstand, Erfolg, Tatkraft, Spiritualität und vieles mehr. Lassen Sie sich begleiten von seiner magischen Kraft, Liebe und Energie, die nur Ihnen persönlich zugutekommt. Wählen Sie zwischen dem Engel Avalonia, Engel Sherina und dem Engel Ravino. Bestellen Sie jetzt unter www.avalonia-institut.de oder telefonisch unter 07531 94500 70 und 71. Mittendrin im Hexenkalender mit unserer Hexe Stefanie Kralewski. Und heute geht es wieder um einen Tag, den wir ein bisschen genauer angucken. Mhm. Nämlich einen Tag, der am Freitag auf uns zukommt. Da geht es nämlich um die Barbara. Ist das nicht auch eine Heilige, die Heilige Barbara? Ja, die Heilige Barbara ist eine von den vielen, vielen tausend Heiligen, die es so im katholischen Heiligenlexikon gibt, die eine ganz typische Geschichte hat. Wie die meisten Heiligen in eben diesem Lexikon ist Barbara eine Märtyrerin, das heißt, sie christlich glaubend, ihr Vater heidnisch glaubend, hat sie gequält, damit sie den christlichen Glauben sein lässt. Sie ist dabei ums Leben gekommen und wurde dann in den Heiligenstand erhoben. Das ist eine ganz typische Geschichte. Wenn man sich die heiligen Geschichten so anschaut, dann ist das schon so ein Schema. Ja, also das heißt, gerade die Frauen.
dass die Frauen Märtyrerinnen immer waren, das heißt Kämpferinnen eigentlich, ne? Ja, die Schwierige ist natürlich, dass viele dieser heiligen Geschichten auf sehr viel älteren Geschichten beruhen. Wir haben ja da schon ganz oft drüber gesprochen. Und so ist es natürlich auch bei der Barbara. Also die Barbara ist eigentlich eine sehr, sehr alte irische Feenkönigin gewesen. Es gibt aber Bräuche, die sich dadurch natürlich auch entwickelt haben. Unter anderem gibt es ja den einen Brauch, nämlich, das habe ich auch gelernt, dass man am Barbara-Tag Zweige abschneidet, und zwar Kirschzweige abschneidet. Und die sollten dann bis zum 24. Knospen bringen und erblühen. Und dann hat man Glück in der Liebe. Ich habe hier mal so, deswegen aus diesem Grund hier schon mal blühende Kirschzweige. Sehr schön, ja, sehr schön. Das kommt natürlich einem bekannten Kirschpralinenhersteller sehr gelegen, dass man dafür wohl Kirschzweige nimmt. Normalerweise sind es eigentlich ganz früher Weidenzweige gewesen, weil man sagt, Weiden sind die Bäume der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das war, also man hat später ein Forsythien genommen, man nimmt Kirschblüten. Es kommt ein bisschen drauf an, man braucht einfach schnell blühende Zweige. Das ist einfach der Grund. Ich kenne es Ostern oder sonst irgendwas. Und dann hat man aber immer dieses schlechte Gefühl, wenn die Zweige dann nicht anfangen, irgendwie doch in Blüte zu gehen, dass man sich denkt, oh Gott, jetzt bin ich vielleicht doch nicht mit Liebe gesegnet oder mit Glück gesegnet. Aber auch da muss man wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, nein, es hat alles in irgendeiner Form mit alten, schönen Traditionen zu tun. Genau. Aber die Geschichte ist ja ganz süß. Absolut. Ja, das ist auch, das will ich auch, ich will ja niemandem was wegnehmen. Ne? Ich will immer nur ein bisschen erklären dazu, aber ich nehme ja niemandem seinen Glauben weg oder bin der Meinung, dass ich da jetzt, weil ich was anderes glaube, besser bin oder so. Das sehe ich ja nicht so. Es passiert einfach es gibt verschiedene Überlieferungen, verschiedene Traditionen, verschiedene Ansichten. Es ist so, dass Kirschzweige eigentlich deshalb nicht genommen worden sind, weil sie eigentlich für Jungfräulichkeit stehen. Das heißt, mit Liebe haben die eigentlich nicht so viel zu tun. Ja, weil finde ich, ist der Kirschbaum eigentlich der perfekte Liebesbaum. Der wirft süße Kirschen. Dann gibt es ja auch diese Paarkirschen, die man als Ohrringe tragen kann. Aber das ist immer paarweise. Ja. Also man freut sich ja auch, wenn man so ein paar Kirschen bekommt. Ich habe mich als Kind auch immer gefragt, jemand über die Ohren hängt. Ja, genau. Also ich finde, es ist so ein Liebesbaum. Das ist auch in Ordnung. Das darf es auch sein. Eigentlich war das tatsächlich, am Barbara-Tag Zweige zu schneiden, hat mit einem Orakel zu tun. Und wenn man ein Orakel befragt, dann kann es natürlich eine positive oder eine negative Antwort geben. Das muss man sich ja immer bewusst sein. Das heißt, auch wenn ich in meine Karten schaue, wenn ich die Runen befrage, dann derjenige, der mich befragt, vielleicht, manchmal gucke ich ja auch für mich selbst, ganz selten, weil ich traue dem Frieden immer nicht so, ne? Aber dann muss ich damit rechnen, dass auch eine Antwort kommt, die ich nicht so mag. Und so ist es natürlich bei den Zweigen auch. Wenn wir also das Orakel befragen, ob das nächste Jahr denn ein gutes wird, denn das ist genau die Frage, die wir damit stellen, dann vor allen Dingen gut im Sinne von fruchtbar, ja, also von materiell gut. Eigentlich sagen die Zweige über die Liebe gar nicht so viel aus, denn man sagt, man muss die Blüten zählen. Ja, und je mehr Blüten es hat, desto besser ist es finanziell und materiell im nächsten Jahr. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn er überhaupt gar nicht ausschlägt, was vorkommen kann, dann ist es finanziell vielleicht nicht gar so gut. Ist aber Kunstblumen, auch gut zu wissen. Kunstblumen, holen Sie sich gleich Kunstblumen, dann haben Sie immer ein gutes Gefühl. Ganz genau. Ne? Man muss einfach ein bisschen schauen. Das eine ist, sich Kirschzweige eben ins Haus zu holen als Glückssymbol, das ist auch in Ordnung. Das hat dann eher was mit so einem Glücksbrauch zu tun, aber ursprünglich ist es wirklich ein Orakel. Und was machen wir an diesem Freitag? Also wir gedenken natürlich der Märtyrerin, der heiligen Barbara. Wenn man dann Zugang hat, genau. Genau. Und was kann man sonst noch so tun an diesem Freitag? Ja, man kann sich auf die Ursprünge mal schauen. Das heißt, man kann sich mal ein bisschen mit Feen und Elfen befassen, ja, wo da der Unterschied ist. Ne? Da reden wir nachher nochmal drüber. Das genau möchte ich nachher nochmal genau erklären. Aber sich einfach mal damit befassen, was in unserer Natur so eigentlich vorchristlich auch passiert ist, wenn man vielleicht eben keinen Bezug zu der heiligen Barbara hat. Ansonsten, Barbara steht eben tatsächlich für Jungfräulichkeit, auch für Partnerschaftsthemen. Das heißt, wenn man sich nach einer Partnerschaft sehnt, auch da kann man die heilige Barbara anrufen. Okay, also geht es im Grunde genommen auch wieder um Verbindungen, klar, wie wir es mit Elahe vorhin ja schon auch besprochen haben. Das heißt, vielleicht nutzt es einem ja, an diesem Freitag mal eine Verbindung konkret loszuwerfen, loszurufen. Ja, das heißt, wirklich auszuwerfen. Ja, genau. Also richtig mal Barbara vielleicht auch wirklich anzurufen und zu sagen, vielleicht hilfst du mir jetzt gerade ein Stückchen weiter. Genau, oder? Und Göttinnen oder Heilige anrufen tut man ja im Gebet. Ne? Das heißt, man nimmt sich für einen Moment zurück und man lässt einfach mal zu, wie Elahe das vorhin ganz schön gesagt hat, in der Stille. Wir lassen in der Stille Dinge zu und schauen einfach, was sich tut, ob wir uns da Kerzen zu anzünden, ob wir lieber dazu spazieren gehen möchten. Das hat jeder auch wieder eine andere Herangehensweise und da darf sich auch jeder ausprobieren und jeder auch das tun, womit er sich wohlfühlt, wer vielleicht gerne in die Kirche geht und da vielleicht eine Andacht hält oder mithört oder was auch immer da, der auch da zur Ruhe findet, das
darf jeder so genau so tun, wie er es mag. Ja, es hat ja auch hier wieder was mit Toleranz zu tun. Ja. Und ich finde, das ist was ganz Schönes, wenn man mal eben auch verschiedene Blickwinkel zulässt und nicht immer nur engstirnig durchs Leben läuft, sondern einfach mal sagt, okay, Freitag, Barbara-Tag. Barbara war jetzt eine Fee oder eine Elfe? Tja, Fee. Eine Fee. Aber warum? Ja, warum? Das wirst du uns gleich noch erklären. Genau. Ne? Den Unterschied zwischen Feen und Elfen, falls Sie den noch nicht herausgefunden haben, dann helfen wir Ihnen gleich ein bisschen weiter mit Stefanie Kralewski. Ulrike Granz, die möchte Ihnen übrigens auch weiterhelfen, um richtig schön fit auch durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen. Das ist auch wichtig. Lust, die Pfunde purzeln und die Fettdepots schmelzen zu lassen und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann ist die Original CareLife Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige für Sie. Einfach schnell und dauerhaft die Figur und das Wohlbefinden verbessern. Mit der Kraft der Natur und der Unterstützung durch gut informierte Betreuerinnen, die selber große Erfolge erzielt haben. Mehr Infos zu der Stoffwechselkur von Heilpraktikerin Ulrike Granz unter www.ulrike-granz.carelife.de oder telefonisch unter 06321 810 89. Die Questico-Akademie, auch die hat was ganz Besonderes für Sie. Gestern hat Iris Bachmann ja einiges vorgestellt. Das bedeutet, Sie können im Moment den großen Nutzen haben, wirklich ein Türchen aufzumachen bei der Questico-Akademie. 24 Türchen dürfen Sie ab heute öffnen. Und da sind wirklich wunderbare Dinge dahinter versteckt. Zum Beispiel gibt es 50% Preisnachlass auf alle Seminare zu den Themen Achtsamkeit und Selbstverwirklichung. Das ist sozusagen das Türchen, das Sie heute öffnen können. Aber 24 Tage lang gibt es wirklich schöne Dinge. Es gibt Online-Seminare, die jetzt zu der Jahreszeit passen, zu ganz besonders günstigen Preisen. Es gibt Gutscheinverlosungen, es gibt Rabattaktionen von unseren Top-Kursleitern, wie zum Beispiel Udo Golfmann, Stefan Schmidt, Evelyn Graf und so weiter. Also hinter dem ersten Türchen heute, da steckt diese besondere Aktion. Aber insgesamt gibt es über 100 Seminare zu 50% Nachlass. Das heißt, schauen Sie mal vorbei. In der Questico-Akademie bis zum 24. Dezember dürfen Sie jeden Tag ein Türchen öffnen und dürfen sich auch jeden Tag darüber freuen, was Sie dahinter finden können. Jetzt sind wir wieder bei Ilahika Goscha angekommen und was wir gehört haben, ist, dass wir diese besinnlichen Tage natürlich auch nutzen können. Nutzen können, um in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung aufzubauen zur geistigen Welt. Vielleicht auch erkennen, was uns die geistige Welt eben sagen möchte. Aber wir müssen natürlich auch mit diesen Erkenntnissen umgehen können. Das bedeutet, vielleicht bricht ja gerade etwas in uns aus, auf Trauer, Wut oder sonst irgendetwas. Und dann muss ich ja auch wissen, wie kann ich das verarbeiten? Also nutzen sollten wir diese langen Abende oder ja, langen Abende. Aber was im Augenblick auch schön aufbricht, also schön ist es nicht, aber was aufbricht, ist in meinen Beratungen immer, dass ganz Sachen, alte Themen einfach wieder aufgebröckelt werden. Ne? Also man weiß, hat eine tolle Beziehung und jetzt guckt man immer, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert oder nicht, aber das ist so eine Falle, worüber alle stolpern, ist, ich gucke auf WhatsApp, ob die Nachricht schon geguckt habt oder sind die jetzt online und sonst was. Und das ist so eine doofe Gewohnheit, mit der man sich die Beziehung, die man jetzt hat, immer kaputt macht. Ne? Ich bin eifersüchtig, ich weiß, dass ich eifersüchtig bin, also warum gucke ich in dieses WhatsApp-Ding rein? Oder was schreiben die auf, was weiß ich, Facebook oder so. Ne? Und das sind so Sachen, Angewohnheiten, die ich mir loslassen muss. Also ich muss neu, das ploppt auf. Ne? In dieser Zeit ploppt das aus. Die Beziehung, die nicht funktioniert, also so eine Beziehungsmethode, die nicht funktioniert hat. Also ich habe immer einen blonden Mann und ich weiß, der betrügt mich. Ne? Das ist jetzt nur so. Und was mache ich? Ich habe wieder einen blonden Mann, wieder in der Weihnachtszeit und wieder betrügt er mich. Und aus diesen Fallen muss man rauskommen. Also das ist im Augenblick, was ich ganz toll sehe, dass alle diese Beziehungsmuster wieder leben. Und jetzt egal, ob blond oder braun oder sonst was, ne? Aber nicht hinterfragen, warum passiert mir das? Warum mache ich das? Aber wenn ich das dann weiß, also ich glaube, es gibt schon bestimmte Menschen, die
dann wissen, okay, irgendwie ziehe ich immer den gleichen Typ Mann an, irgendwie verarscht er mich ständig, irgendwie, egal ob er jetzt dunkel oder blond oder grau ist, aber ich habe immer den gleichen Typ Mann. Das ist ja vielleicht dann schon mal der nächste Schritt der Erkenntnis. Ja. Aber der Schwierige ist ja dann, wie schaffe ich es, dass ich plötzlich andere Männer in mein Leben lasse? Nicht nur andere Männer, ich kann auch in der Beziehung noch das umarbeiten. Weil ich ziehe das ja an, das ist ja das Gesetz der Anziehungskraft. Und ich ziehe das an. Und dann kann ich gucken, will ich das überhaupt anziehen? Ist das überhaupt ein Grundmuster von mir? Oder sage ich, nee, also wenn der flirten will, macht er das. Und dann verändere ich ja sofort meine Energie. Und sobald ich diese Energie verändere, kann ich auch meinen also meine Beziehung in dem Status ändern. Also ich brauche keinen neuen Mann, aber ich kann das ändern, indem ich sage, nee, also für mich als erwachsene Frau ist es wichtig, dass ich einen Mann habe, mit dem ich reden kann, mit dem ich tanzen kann, mit dem ich reisen kann. Und das macht er alles. Und das andere ist, nicht, dass ich mir das einbilde, aber ich habe gerade so eine ganz tolle Kundin, also die ich ganz doll mag, ne? Und die fängt schon wieder an, dasselbe zu machen, ne? Sie misstraut ihm und sie hinterfragt das, passt er zu mir und so. Und es fängt gerade an, diese neue, ganz glückliche Beziehung wieder zu bröckeln, weil ich mir das nicht einrede, aber das ist so die Gefahren der Vergangenheit oder was ich erworben habe. Nicht immer, wenn ich Schokolade esse, werde ich dick, ne? Aber ich bilde mir ein, dass es das ist. Ich glaube, das sind immer so Thematiken und deswegen, glaube ich, hast du recht mit dieser in sich gehen. Wir müssen uns jeden Tag wieder Gedanken machen. Wir können an gewissen Situationen ja nichts ändern. Also müssen wir sie so hinnehmen. Oder wir ändern sie, aber dann verlieren wir natürlich auch etwas. Dann müssen wir loslassen. Aber wenn wir, glaube ich, wirklich lockerer werden und sagen, mein Gott, er kann mich ja betrügen. 24 Stunden am Tag und vielleicht macht das auch, weil ich ihn ja direkt dort darauf hinweise oder ich lasse ihn einfach mal ein bisschen flirten, aber dann wird er mich nicht betrügen, aber das erreiche ich nur, wenn ich einfach lockerer werde. Vielleicht flirtet er ja auch gar nicht. Vielleicht. Also vielleicht nur meine Einbildung, ne? Ja. Also genau. Das so, ich glaube, aber das ist es so muss wie dieser Schalter, den Schalter, ja, den muss man irgendwie finden. Wir sollten die Energie da nicht rein machen. Also wenn wir die Energie da ständig und ständig und ständig und auf dieses WhatsApp immer gucken und gucken, hat er jetzt gelesen? Rauslöschen, hat er sowas sofort rauslöschen, ja. Befreien und Kontakte sozusagen und dann auffallen lassen. Und dann hast du direkt manchmal einen neuen Ansatz. Lebensabschnittsgefährten und dann muss man sich auch manchmal trennen. Elahi, ich komme gleich nochmal zu dir. Wir trennen uns noch nicht so schnell, aber davor gehen wir zu was anderem, ganz Schönen. Auch du hast deine ersten Erfahrungen damit gemacht. Und zwar Erfahrungen, dass man betörend wirken kann, wenn man eines benutzt, nämlich den neuen Duft von Gabriele Iasetta. Iasetta Nummer 6, den stellen wir Ihnen jetzt vor. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Da hat es mir gerade zugeflüstert, statt besinnlich wird es jetzt nur noch sinnlich. Und das ist absolut richtig, denn dieser neue Duft, Gabriele, den du mitgebracht hast, Iasetta Nummer 6, das ist ein ganz besonderer Duft. Der betört, der macht sinnlich, der macht verführerisch. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, er verändert einen selber mit seiner ganzen Persönlichkeit. Man fühlt sich einfach besser und gestärkt. Genau, denn der Duft hat natürlich eine Grundnote. Er ist eben sehr blumig, er hat Maiglöckchen als Schutz sozusagen. Er hat Jasmin, er hat Orangenblüten, Zedernholz. Aber das ganz Besondere ist, dass er Pheromone beinhaltet. Und die Pheromone, das sind Lockstoffe. Die sind geruchslos und wenn man diese auf der Haut aufträgt, dann wird sozusagen der eigene sinnliche Duft erweckt. Und deswegen riecht dieses Parfum auf jede Frau etwas anders. Und weil eben die eigenen Lockstoffe dazugekommen und der eigene Geruch sozusagen oder Duft. Und das ist das Besondere. Und dann kommt man eben wirklich nicht nur, dass dieser Duft dann eben so betörend wirkt, dass er dadurch von Männern vom limbischen System aufgenommen wird. Das ist das Urgehirn, das Instinktgehirn, das auch für Hunger und Durst zuständig ist. Sondern dieser Duft, also diese Pheromone setzen auch unsere Endorphine frei, unsere Glückshormone. Und das ist eben das, wo
wir dann natürlich selber in eine andere Schwingung kommen als Frau. Und das wirkt sich natürlich zusätzlich auch noch betörend aus. Ihr Österreicher verleiht ja gerne Flügel. Auf der einen Seite gibt es Energie in verschiedenen Drinks. Was man hier wirklich bekommt, ist, dein Duft verleiht einem Flügel, weil sie werden diese gute Laune sofort spüren. Und ich glaube, am schönsten ist es eigentlich, wenn nicht nur du diesen Duft beschreibst, sondern wenn wir auch wirklich Menschen mal da haben, und die haben wir heute hier im Studio, die Erfahrungen auch mit diesem Duft gemacht haben. Wir erzählen ihnen ja immer, dass es wirklich einige gibt von unseren Kollegen, von unseren Beratern, die sagen, dieser ihr Setter Nummer 6 Duft ist was ganz Besonderes. Und zwei Damen haben wir heute ja im Studio, die wir direkt mal befragen können. Würden Sie nichts Positives erzählen, würden wir Sie natürlich gar nicht fragen. Aber es gibt ja niemanden, der irgendetwas Schlechtes über ihr Setter Nummer 6 sagen kann. Ich muss an dieser Stelle einmal kurz sagen, wenn Gabriele bei uns ist, das wissen Sie ja mittlerweile, dann gibt es immer wirklich tolle Preise. Und auch heute hat sie wieder einen super leichter Lebenpreis mitgebracht. Anstelle von 89 Euro können Sie diesen wunderbaren Duft für 79 Euro heute bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Ich verspreche Ihnen, der wird auch Ihr Leben verändern. Alleine, wenn ich ihn in meiner Nähe habe, fange ich schon an, ein Dauergrinsen aufs Gesicht zu bekommen. Ich glaube, es liegt an den Pheromonen, und das sind Lockstoffe, die nicht nur Ihre Umgebung betören, sondern die Sie selber auch wirklich betören. Sie merken sofort einen Unterschied. Aber ich frage einfach mal, Elahi, du kennst den Duft, ja. Du kennst die Produkte ja auch von Gabriele. Ich habe sie auch, fast alle. Duft ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig, gerade bei Frauen. Ne? Also, dass man wirklich sagt, ja, das ist so einer, der passt zu mir, aber ihr Setter Nummer 6, der passt zu jeder Frau. Der ist einfach toll. Also der ist einfach toll. Ich war, als er vorgestellt worden ist, im Frühjahr, war ich hier. Und die ganze Woche, ich nehme mir das ja mal auf, und die ganze Woche sagte mein Mann immer schon, die Andrea sieht aber diese Woche gut aus. Da habe ich schon so ein Auge auf dich geworfen gehabt. Ne? Liebe Grüße, dann, Dankeschön. Aber das Schöne ist, du weißt ja, dass man loslassen muss. Und dann bin ich Mittwoch hierher gefahren, und Gabriele sagt, ja, ich sprühe dich ein. Und dann bin ich, also ich fahre ja morgens hier immer um halb sieben los, und dann hetze ich durch und mache diese tolle Sendung mit Andrea und fahre wieder zurück. Und dann bin ich um halb neun zu Hause. Und dann bin ich total abgehetzt da angekommen. Und dann sagt mein Mann, oh, siehst du heute toll aus. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe das. Alles der Duft. Alles der Duft. Und es muss da auch gewesen sein, als ich im Spiegel geguckt habe, habe ich auch gedacht, ich sehe total entspannt, und ich habe mich auch gut gefühlt. Man fühlt sich einfach auch so gut. Ja? Jetzt hast du natürlich den Duft auch, damit dein Mann wieder die Augen auf dich richtet und mal wieder ein bisschen wegguckt von mir. Aber es freut mich natürlich auch. Wobei ich wirklich sagen muss, man selber spürt diese Veränderung. Also er hat das wirklich gesagt. Er hat gesagt, auch Andrea sieht richtig gut aus. Ich fühle mich heute noch nicht ganz so gut. Und das durchs Fernsehen. Des Tages noch mal erkennen, ich werde immer schöner. Stefanie Kaleski ist auch bei uns. Auch du bist, und das wissen wir ja einfach mal, ganz ehrlich. Das heißt, wenn dir irgendwas nicht gefällt, wenn dir irgendwas nicht schmeckt, dann kann man auch Stefanie Kaleski in keinster Art und Weise davon überzeugen. Mhm. Deswegen ist es jetzt sehr gefährlich, dich zu fragen, was du von dem neuen Duft von Iazetta hältst. Also ich bin tatsächlich auch bei Parfüm unheimlich mäkelig. Also ich mag wirklich eigentlich blumige Sachen gar nicht. Und als Nancy Hinkelmann damit kam, meinte, das musst du unbedingt probieren. Ich meine, was ist denn da drin? Und dann erzählt sie mir Blumen und Jasmin. Und ich dachte, nee, lass mal, das ist nicht meins. Doch, doch, du musst es unbedingt probieren. Und hat mir also den Arm davon eingesprüht. Übrigens ein Spritzer. Also wirklich wenig. Und dann dachte ich, ja, also für einen Blumigen ist es okay. Also dafür, dass ich Blumige sonst nicht mag, ist es okay. Und dann ist aber was Spannendes passiert. Da habe ich unten im Taxi gesessen, bin dann nach Hause gefahren nach der Sendung und habe dann nochmal dran gerochen, und es hat ganz anders gerochen. Und das fand ich sehr faszinierend, weil es mir richtig gut gefallen hat. Und ich war total fasziniert davon, dass sich ein Duft so stark verändert. Dass sich ein Parfüm verändert im Laufe des Tages oder im Laufe des Tragens, das ist ja klar, das wissen wir ja alle. Aber dass sich das so stark verändert, dass ich das wirklich auch echt gern mochte, fand ich ganz gut. Mein Mann ist es auch aufgefallen, dass sich da irgendwas anders ist. Und das Spannende ist, es hat am nächsten Morgen, als ich unter der Dusche vorkam, hat es immer noch gerochen. Also das heißt, es ist wirklich auch nach dem Duschen noch da gewesen, und
es ist so wenig gewesen, was Nancy draufgesprüht hat. Von daher, ich war sehr überrascht. Ja, ich mag es echt gern. Das liegt natürlich auch an dem Inhalt. Das heißt, Sie bekommen hier wirklich ein ganz hochwertiges Parfum. Kein Eau de Toilette oder so, sondern Parfum für einen wirklich spitzen Preis. Weil 79 Euro werden Sie in keine Parfümerie für 100 Milliliter wirklich von diesem hochwertigen Parfum bekommen. 79 Euro, das ist wirklich ein Preis und Sie haben richtig lange etwas davon. Wie es Stefanie auch gerade gesagt hat, ein Spritzer alleine genügt. Ich habe schon wieder zwei Spritzer genommen und übertreibe es natürlich gleich wieder. Ja, aber das ist eben, weil so ein Parfum, also ein Eau de Toilette hat normalerweise, also hat nur zwischen 4% und 6% Parfumanteile, ein Eau de Parfum zwischen 14% und 16% und das hat über 20% Parfumanteil. Deswegen ist es, hält das auch so lange an. Und was eben jetzt wirklich beide Damen wirklich schön präsentiert haben, es kommt der eigene Duft dazu. Es ist eben, es wird zu ihren ganz persönlichen Duft. Es duftet an jeder Frau ganz anders. Es wird, entwickelt sich halt ganz speziell. Und damit ist es egal, wie viele Frauen dieses Parfum auf dieser Welt wirklich benutzen würden, es wird dann zu ihren ganz speziellen Duft. Ja, und Sie können auch wirklich nichts falsch machen. Also für die Herren, die jetzt gerade zugucken, die vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Schwung in die Partnerschaft bringen wollen. Wir haben es ja gerade gehört. Nicht nur besinnlich, sondern auch sinnlich wird. Von zwei Damen, die gesagt haben, auch meinem Mann ist diese Veränderung aufgefallen. Dann holen Sie sich Ihr Setter Nummer 6. Das bringt nämlich wieder neuen Schwung in Ihre Beziehung hinein. Ein super Preis, 79 Euro. Sie haben wirklich richtig lange was davon. Richtig hochwertig. Und was man auch sagen muss, ist, dass du dieses Parfum auch wirklich, wie man es von dir gewohnt ist, kreiert hast. Mit einer Parfümeurin zusammen. Also du gehst nicht los und sagst, oh, da war jetzt irgendwo ein Insolvenzverkauf. Ich hole mir da mal für 1 Euro ein Parfum und klebt da ihr Setter Nummer 6 drauf, sondern du denkst dir was dabei und deswegen auch die Inhaltsstoffe plus die Pheromone. Genau, ich habe das mit meiner Freundin, ist eine persische Duftmischerin, kreiert, wird in Holland produziert, ist also ein europäisches Produkt. Mir ist auch immer wichtig, dass die Qualität stimmt, denn ja, ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwelche Giftstoffe enthalten sind. Also in Europa kann man sich da auch noch sicher sein, dass es kein Asienprodukt oder so ist. Ist mir auch wichtig. Also es ist hohe Qualität, es sind 100 Milliliter. Dieser Duft ist ganz speziell bei jeder Dame. Duftet er anders, aber was besonders ist eben, er zieht eben durch diese Lockstoffe, durch die Pheromone, ja, zieht man halt sozusagen die Sinnlichkeit zu der Besinnlichkeit dazu. Nein, sie ziehen auch eine ganz große Fröhlichkeit dazu. Mhm. Diese Pheromone, das ist wissenschaftlich wirklich erwiesen, die haben ihre Wirkstoffe, genau. Die entfalten sich, die sind normalerweise geruchslos. Sie können also auch im Internet nachlesen zum Thema Pheromone, da kosten allerdings 15 Milliliter schon um die 80 Euro. Und Sie haben lange nicht noch diesen Mehrwert, den Sie hier mit Ihrer Setter Nummer 6 bekommen. Also durch das, dass die Endorphine freigesetzt werden, ist es natürlich auch so, dass man also wirklich Selbstvertrauen bekommt. Man wird so... Man wird halt einfach in seinen Selbst auch gestärkt. Man geht ganz anders durch die Welt und so wie man sich halt dann eben fühlt, so im Selbstvertrauen gestärkt und auch diese Fröhlichkeit, die das eben durch die Endorphine freigesetzt werden, da ist man einfach, man fühlt sich anders und wenn man sich schön fühlt und gut fühlt, dann sieht einem auch die Welt so. Das ist einfach so. Das, was wir aussenden, das ziehen wir wieder ins Leben. Und da möchte ich Ihnen auch wirklich Ihr Selbstvertrauen geben, dass jede Frau eine Göttin ist. Man kann es im Grunde am besten beschreiben, indem Sie jemanden anlächeln und Sie kriegen natürlich auch ein Lächeln zurück und Sie werden die Wirkung von Ihr Setter Nummer 6 entdecken. Und wir sind hier lauter Göttinnen. Genau, entdecken Sie die Göttin in sich. Sie können natürlich noch mehr Informationen bekommen zu Ihr Setter Nummer 6, denn Gabriele ist diese Woche wieder in Berlin und heute um 18 Uhr werden wir auch noch mal über Ihr Setter Nummer 6 reden. Das heißt, Sie sollten mit dabei sein. Sie können sich natürlich über weitere Produkte von Gabriele Informationen holen auf ihrer Internetseite. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen hier. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta.
Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Ich fühle mich fast ein bisschen feenartig, elfenartig. Ob das so ist, das wird mir Stefanie Kralewski erklären oder was ich sein könnte im Hexenkalender. Bin ich mehr eine Elfe? Bin ich mehr eine Fee? Oder gar nichts von beiden? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, aber wahrscheinlich bin ich eher ein Naturgeist. Also erstmal bist du du selbst und damit darfst du alles sein, was du willst. Ach, das hast du wieder so schön gesagt. Aber ich meine, du hast natürlich auch wieder recht. Aber elfenartige Frauen, feenartige Frauen, da weiß man schon, wovon man redet. Nämlich das sind Grazile, das sind Frauen, die haben so eine Ausstrahlung, die haben einen Duft, den sie hinter sich herziehen. Ist das so? Ja, also spannend. So würde ich mir immer so eine Elfe oder eine Fee vorstellen. Wie du das definierst. Also es ist tatsächlich so, dass es einen großen Unterschied zwischen Elfen und Feen gibt und dass das in den Medien in den letzten Jahren alles so ein bisschen sehr vermischt worden ist miteinander, was ich sehr schade finde, weil ich finde, jedes hat so seine Berechtigung. Die Elfe, das ist das, was wir kennen, Tinkerbell und so, ja, also diese kleinen Glitzer. Ich habe Elfen Feen, schon gesehen. Ja. Naturgeister. In Island. Bestimmt, genau, Naturgeister. Also Naturgeister, weil es gibt viele verschiedene Formen von Naturgeistern. Es gibt, die Dryaden, die Baumgeister, es gibt die Nymphen, auch Kobolde sind Formen von Naturgeistern. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene und Elfen gehören dazu. Ah, okay. Also Elfen sind dann eher die, die so ein bisschen was Kindliches haben, finde ich. Also die auch immer so niedlich aussehen. Die Feen allerdings, die haben dann eher so was Engelhaftes, oder? Ja, auch hier wieder die Frage, wie verdient man eigentlich einen Engel? Also man sagt bei den Feen schon, dass es weise Frauen sind. Das heißt, weise Frauen schließt schon mal aus, dass es ein kleines 12-jähriges Mädchen ist. Ja, das kann keine Fee sein. Man hat früher gesagt, dass jeder Mensch eine Fee als Begleitung hat. Das heißt, jedes Baby, wenn es zur Welt kommt, bekommt es eine Fee an die Seite gestellt, um es durchs Leben zu beschützen. Das kennen wir aus dem Märchen Dornröschen, ja, wo die Feen kommen und dem Kind etwas Gutes wünschen. Das war Dornröschen, ne? Ja, genau. Und das kennen wir. Ja. Also das Märchen. Ich hab jetzt mit Dornröschen. Das sind die 12 Feen. Ja, ich glaube dir, du bist die Schlaue. Genau. Also, alle, ja. Du hast hier das Wissen der Frauen dabei. Also es sind die 12 Feen, die doch dem Kind was Gutes wünschen. Die 13. Fee, weil sie nicht eingeladen ist, dem Kind dann was Böses wünscht und sagt an deinem 18. Geburtstag, musst du dich an deiner Spindel stechen. War das nicht Dornröschen? Ja, bestimmt, du wirst recht haben. Aber ich jetzt muss komm mal ganz mit der Spindel wissen. Und Hexen, aber das sind Feen, stimmt. Genau. So. Man merkt, man muss mal wieder so Märchen lesen. Ja, das ist auch so die tolle Zeit. Absolut. Und da sieht man das auch. Und das hat sich so dann auf die Schutzengel übertragen, ja, dass man sagt, jedes Kind hat einen Schutzengel. Das heißt, sämtliche Schicksalsgöttinnen eigentlich sind eigentlich auch Feen. Das heißt, die Walküren zum Beispiel. Ja, ich habe ein kleines Bildchen wieder mit. Und am besten hältst du das, weil das spiegelt so ein bisschen. Die Walküren sind ja Schicksalsgöttinnen aus der nordischen Mythologie, so ein bisschen als Schutzengel. Und das sind eigentlich auch Feen. Das heißt, jeder Mensch hat einfach eine Fee an seiner Seite. Man hat es ein bisschen vergessen, dass wir auch von der Seite beschützt sind, die uns einfach durchs Leben begleitet. Weißt du, die das Schicksal auch nicht sieht, also das Schicksal auch nicht beeinflussen kann, aber sie sieht das Schicksal, weißt du, und sie kann uns einfach ein Stück weit helfen, unser Schicksal zu erfüllen. Was ich ganz schön finde oder was ich auch ganz interessant finde, ist, dass wir natürlich in einem Überangebot heutzutage leben. Das bedeutet, wir gehen mit Spiritualität wie mit so einem Kaufhaus. Das heißt, wir können da reingehen, wir können uns für Dinge interessieren, dann gehen wir halt in die Lebensmittelabteilung oder in die Sportabteilung. Aber jeder kann sich ganz individuell das herausziehen, was für ihn von Nutzen ist. Das heißt, vielleicht braucht der eine mehr die Elfe, der andere fühlt sich aber mehr von der Fee angesprochen. Ja. Aber genau so sollte es eigentlich auch sein, ne? Genau, das ist so ein Segen unserer Zeit, sage ich immer, ja, dass wir halt bei uns zumindest, das ist, weiß Gott, nicht auf der ganzen Welt nicht so, aber bei uns ist das so, dass wir frei wählen dürfen. Das heißt, wir unterliegen keinem religiösen Dogma. Wir hätten nicht im Normalfall, sei denn man wohnt vielleicht im tiefsten Bayern auf einem kleinen Dorf, ansonsten wird man nicht schief angeschaut, wenn man nicht jeden Sonntag in die Kirche geht. Manchmal ist es
kleinste Dorf im tiefsten Bayern toleranter als hier in einigen Ecken Berlins. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Es war ein Beispiel, ne? Ein überspitztes Beispiel, um Dinge darzustellen. Ja? Du weißt, ich habe immer mit Bayern so, ist so immer irgendwie so ein Thema. Ne? Ansonsten. Du weißt, dass ich mein Bayernland immer ein bisschen verteidige. Absolut. Ich mag das auch, mich mit dir ein bisschen zu kappeln. Weißt du, letztendlich ist es so, wir können tatsächlich ganz frei wählen. Wir können schauen, es gibt so viele Bücher, es gibt das große, weite Internet, ja, wo wir uns informieren können, wo wir wirklich das finden können, was uns einfach in der Seele anspricht. Ja? Mhm. Und bei dem einen ist es der Buddhismus, beim anderen ist es der Islam, bei dem anderen sind es heidnische Geschichten, vorchristliche Geschichten. Das ist so spannend, einfach das mal zu entdecken und sich auch darauf einzulassen. Ja, wir haben alle die Chance, unser eigenes Glück zu finden. Genau. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Schönes. Deswegen habe ich dich auch gerne immer an meiner Seite, meine liebe Steffi, weil du auch jemand bist, der wirklich Toleranz predigt, aber nicht nur das, sondern auch Toleranz lebt. Und das, finde ich, ist was ganz Wunderbares. Da können sich viele wirklich eine Scheibe von abschneiden. Herzlichen Dank. Auch wieder für den Hinweis, dass wir wieder frei wählen können, ob wir uns mehr zu den Elfen oder mehr zu den Feen hingezogen fühlen. Beides sind auf jeden Fall Erscheinungen, die eines nur für uns wollen, nämlich etwas Glückliches aus uns machen. Und um Glück geht es jetzt auch, nämlich bei Astrid Obersteiner. Die hat nämlich was erfunden, was auch das Glück festhalten kann. Den Glücksknoten, auch ein schönes Produkt. Holen Sie sich Ihren persönlichen Glücksknoten von Astrologin Astrid Obersteiner, designt für Ihr Wohlbefinden. Die Verbindung vom Material der Edelsteine und dem eigenen Handwerk gestaltet den Glücksknoten zum ideellen, wertvollen Schmuckstück, das als unverwechselbarer Glücksbringer geschätzt wird. Jeder Anhänger wird dadurch zu einem absoluten Unikat. Bestellen Sie jetzt unter www.glücksknoten.com oder telefonisch unter 0800 72 444 97. Ihr persönlicher Glücksknoten, auch als wunderbare Geschenkidee. Ella Hekagoscha ist heute bei uns und hat uns mal wieder ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir uns darauf vorbereiten sollten, auf die nächsten Tage, die kommen. Und zwar auf eine ganz schöne Art und Weise. Das heißt, wir können, und ich glaube, das ist wirklich eine schöne Idee, genauso wie wir einen Adventskalender aufmachen können, uns jeden Tag einfach mal wieder auf uns besinnen und mal überlegen, die nächsten 24 Tage, wohin soll unsere Reise 2016 gehen? Ne? Ja, erstens mal, wohin soll unsere Reise gehen, aber was macht uns auch Schmerz? Was wollen wir in diesem Jahr lassen? Wo wollen wir, also ich möchte zum Beispiel, wenn ich nicht eifersüchtig sein möchte, möchte ich gucken, woher kommt das? Warum habe ich diese Eifersucht? Und wir haben ja diese ganze geistige Welt um uns rum, die uns hilft dabei. Und wenn das mir mehr als einmal vor die Füße plumpst, also wenn ich ständig den Zug verpasse und so, dann denke ich, okay, dann kann ich mich zurückziehen. Warum mache ich das? Oder warum bin ich eifersüchtig? Oder warum gucke ich ständig auf dieses WhatsApp? Das WhatsApp hat es dir aber gerade angetan, oder? Aber es hat natürlich auch... Weil das Beziehung so zerstört, das finde ich total irre, dass Leute das immer machen. Also es hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Deswegen, also über den Duft haben wir gerade geredet, der diese Pheromone drinnen hat, mit denen man sich plötzlich stärker fühlt. Das heißt, wir müssen, egal wie, immer eigentlich erstmal an uns arbeiten und uns wieder aufbauen, damit wir Selbstvertrauen haben und uns dann sagen, was will denn mein Mann von der? Ich bin doch eh die viel bessere Wahl. Oder so. Aber es ist ja ein Problem in uns, dass wir überhaupt denken, Andrea sieht besser aus als ich oder Andrea passt besser zu mir. Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Das ist ja eine Lücke in uns und die müssen wir schließen. Und die können wir schließen durch die geistige Welt. Irgendwas fällt uns immer, also mir sind die letzten Tage immer, auch heute Morgen noch Federn vor die Füße gefallen. Und dann denke ich, ach, dann kann ich mal die Zeit heute, wenn ich nach Hause komme, nutzen und mit meinem Schutzengel Kontakt aufnehmen. Möchtest du mein Schutzengel sein? Ich bin gerne dein Schutzengel. Ja. Ich bin immer gerne dein Schutzengel und ich finde immer, dass du auch wieder den Menschen heute wieder so ein paar schöne Dinge mit auf den Weg gegeben hast, wo man sagen kann, ja, man muss keine Angst haben vor dieser Weihnachtszeit und auch nicht, und auch nicht vor einer Konfrontation mit sich selber, sondern man muss es einfach mal zulassen. Danach fühlt man sich auch freier und befreiter. Du kannst nur dich ändern. Wenn du dich änderst, kannst du alles um dich herum ändern. Ja. Und da kann man mit vielen Dingen anfangen, wirklich an sich zu arbeiten.
arbeiten. Wir haben Gott sei Dank heute auch wieder ein paar Hilfsmittel aufgezeigt, die man verwenden kann. Und du hast ein paar Hilfsmittel mitgebracht, denn da geht es natürlich auch um deine Karten, ganz besondere Karten, mit denen du arbeitest. Und auch die kann man schon mal nutzen, um vielleicht Tageskarten zu ziehen, um vielleicht den Anfang mal zu machen, um sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Diese Karten, die können Sie heute gewinnen. Und wir wollten heute oder wollen von Ihnen wissen, über was spricht Elaheka Goscha in dieser Sendung? Spricht sie A über Spiritualität oder B über Sport? Stichwort ist Elahe und die Postkarte, die geht wie immer natürlich an uns, nämlich an Astro TV Leichter Leben in 10452 Berlin. Der einsende Schluss ist der 14.12. Und vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit auf die Postkarte zu schreiben, damit wir Ihnen auch die Karten nach Hause schicken können. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken. 18 Uhr sollten Sie dabei sein. Da stellt nämlich Gabriele Iazetta nochmal ihre schönen Produkte vor. Wir gucken mal auf den Spruch des Tages. Zum Abschluss natürlich nochmal. Ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er alle übrigen Güter besäße. Absolut richtig. In diesem Sinne haben Sie einen schönen Nachmittag. Ich freue mich auf morgen. Tschüss. Servus. Baba.